Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Erlengrad Hof Felix. Ja, ich habe mich entschieden, wir verkaufen diesen Schlepper. Schöner Schlepper. Ich mag ihn auch echt leiden, aber der hat mir zu viel Wumms. Also, macht Spaß, aber ja, ich werde es wahrscheinlich auch wieder bereuen oder so, aber nee, muss jetzt, ist Zeit zu gehen. Ich wollte auch eh ein bisschen aufräumen auf dem Hof. Also von daher. So, dann. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ja. Das können wir verkaufen. Verkaufen. Das haben wir schon mal. Perfekt. Das haben wir schon mal. So, jetzt lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt brauche ich natürlich unten Schlepper. Aber ich musste eh runterfahren. Also passt mir das ganz gut. Der Deutz kann eigentlich auch weg und wir kaufen uns noch einen MB-Truck. Würde ich sagen, ne? Ich glaube, das machen wir auch eben, oder? Ach, können wir auch nächstes Mal machen. Er ist unten jetzt halt wieder einen Toch kriegen, ne? Das ist wichtig. Wir können den Schlepper aber eben kaufen, oder? Hey. Ihr wisst ja, wo es drauf hinausläuft. Ich wollte ihn haben. Den. Als Silberdistel, oder? Da waren sie. Oh, die Reifen sind cool, oder? Den aus da. Mach mal ruhig ein Heckgewicht auf. Nee. Aufstellbar. Aufstellbar. Volle Pulle. GPS. Können wir uns im Moment nicht leisten. Pass. Kaufen. Ja. Zack. So, damit wir aber eben weiter vorankommen, hängen wir dich eben ab. Oder wir behalten den als Frontladerschlepper. Ist ein schöner Freisichtschlepper. Nee. Nein. Denken gar nicht drüber. Na, hier unser neuer Schlepper. Cool, ne? Gewicht eben hier abgebönselt. Wir fahren diesen Schlepper ja, wie heißt es? Auf der... Sag doch mal schnell, Frühling. Dann brauchen wir den hier nicht unbedingt. So, Leute, wir haben nur einen Schlepper. Der passt hier echt gut hin, ne? Mach mal bitte den Hut aus. Doch, Hut ausgedrückt. Macht er jetzt nicht, ne? Unser neues Moped, liebe Leute. Korrekt, ne? Aber wir müssen jetzt mit dem Fergie ins Tal. Ah, wir haben ein bisschen Gewinn gemacht. Ist eh bald wieder weg. Wir müssten eigentlich Miststreuer kaufen und so. Also, von daher. Warten wir mal ab. So, aber jetzt erstmal Safety First hier, ne? Wir müssen ins Tal, liebe Leute. Wir müssen walzen. Und sag schnell, wir können auch ein bisschen was verklappern noch an Chips, ne? Also den Wagen schon mal wieder mit runternehmen.
Dann haben wir da auch schon mal wieder ein bisschen Platz. Und dann passt das, ne? Und dann schicke ich den los zum Walzen. Oder fahr den dahin, ne? Ja. Und dann sind wir hier erstmal wieder safe, ne? Diesen behalten wir. Ich war erst am Überlegen, diesen zu verkaufen, aber nein. Dieser bleibt in diesem Projekt. Er ist von Anfang an praktisch mit dabei und deswegen bleibt er auch. Den Valtra fahre ich auch drauf am Marsch. In der Belgique habe ich den noch. Obwohl ich auf der Belgique auch am Überlegen bin, einen MB-Track-Spielstand zu machen. Ja. Aber schauen wir mal, wie der Hase da so lang läuft. Ich habe noch keine Ahnung. Ein bisschen wieder so ein bisschen Vorspaß haben. Der Valtra ist cool und ist auch echt ein super Schlepper, aber mit diesen 7548 PS, ne, da bin ich stellenweise echt nicht zufrieden. Muss ich leider ganz offen und ehrlich zugeben. Deswegen bin ich auch auf der Belgique noch am gucken. Da haben wir jetzt Schlepper ausprobiert. Ich denke, da wird der auch gehen. Weil das einfach ein bisschen komisch ist, den zu fahren. Cooles Moped, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Habe ich ja schon mal gesagt, aber dass hier da so überdimensioniert ist in der XML, das finde ich ein bisschen schade. Das ist das Problem an der Geschichte, ne? Oh, ich muss meine Tiere noch füttern, ne? Darf ich nicht vergessen. Aber ich muss auch erst noch gleich zwei, drei Fassgülle fahren. Das werden wir dann mit dem neuen Schlepper gleich mal machen, ne? Der ist zwar leise vom Ton her und so, aber mir gefällt der, muss ich ganz ehrlich sagen. Schöner, cooler, Intercooler. Svenny. Hat sich auch geräumt, Svenny, wa? So. Mann. Eben dem Menü. Bin da noch nicht so konform mit hier. Laden ist Y oder was? Nee, ne? Ist doch nicht Y, oder? Ach, ich weiß das gerade nicht. Y ist das, ne? Nee. Oh, der hat ja ganz neue Konfiguration. Europalette. Wie lade ich jetzt? Bin ich jetzt völlig Banane? R. Was, mir kommt nicht, oder was? Okay. Dafür fahren wir noch nicht weg. Ah, da kann ich Autoload mit fahren. Cool. Cool. Den habe ich auf dem Marsch, habe ich den auch, ne? Ja, der automatische Blinker darf nicht fehlen, ne? Das ist Standard bei mir. Nicht vorwärts. So ist das, liebe Leute, ne? Irgendwas ist immer. Irgendwie sitzt mein Kissen hier nicht. So, jetzt aber. Vollgas. Vollgas. Ab zur Fläche, dass das gewalzt wird. Und dann können wir nämlich bald auf den nächsten Ingame-Tag gehen, wenn jetzt so nicht mehr so viel zu tun ist. Da ist, bin ich auch ganz froh drüber. Dass wir dann wieder ein bisschen ernten können und dies und das machen und jenes und weißt du nicht und hast du nicht gesehen, ne? Dass das auch mal wieder läuft. Weil es doch dann manchmal ganz schön zäh ist, ne?
Wir haben zwar immer irgendwas zu tun, ne? So ist ja nicht, aber wir wollen auch mal wieder weiter vorankommen, ne? Wir sind erst den zweiten Ingame-Tag hier. Und schon bei Folge über 70, ne? Heider Neider. Krass. Krass. Das ist wirklich krass. So, so, so. So, so, so. Oh, da steht auch noch Wasser, ne? Ist nicht so schicki-trocken hier, du. Das sind die Stellen, wo du hier mal festfährst. Wir fangen unten an. Gucken, ob er sich direkt einbuddelt. Weil das wäre nicht so Premium, ne? Oh, scheint zu gehen, wa? Das ist Feld 2. Immer noch, ne? Lalala, passt. Speichern. Feld 2. Kurs speichern. Aktivieren. Walzen. Upsi. Dann gib mal Schub, Rockede. Gib mal Schub. War der sich gerade an einbuddeln oder wie sah das aus? Ne, sah nur so aus, ne? Ja. Einzigster Nachteil ist, er ist ein bisschen leise, ne? Muss den Ton halt lauter machen. So, aber ja, wir müssen Gülle fahren. Und eigentlich auch noch ein paar Bäume pflanzen, ne? Nee, schon wieder Rückfahreinrichtung oder was? Ich muss sie unbedingt umlegen. Ich glaube, das sollte ich mal eben machen, wa? Die eh nie. So, halten wir ihm an. Oh, laut. Ah, ne, ich muss ja hier hin, ne? Gamepad. Wo ist das denn Rückfahr? Fahrtrichtungswechsel muss da drauf bleiben. Hundegang. Lalala. Ja. Ja, 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 ja. Das ist ausgeschaltet. Nee. Korn brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ist das das? Was ist das, Korne? L2 ist IC ein- und ausschalten. Okay. Wo finde ich das denn hier? Handbremse, ja. Keine Ahnung, wo ich das finde, ey.
Ich weiß es nicht, Leute. So, Abfluch. Machen wir nächste Folge, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss.